Blumenstein und Blütenporzellan, so heißt die Ausstellung von Alois Neuhold, die in der Kunsthalle Feldbach von Bürgermeister Josef Ober eröffnet wurde. Bei dieser Ausstellung werden Arbeiten des Künstlers aus den letzten 6 Jahren präsentiert, darunter auch teils noch unveröffentlichte Werke. Also wichtig ist mir schon so das Wunderbare, das Kostbare des Lebens zu sagen. Ich glaube, das zeigt die Ausstellung, auch die Bilder. Das ist mein Versuch, das Wunder des Lebens zu zeigen, was man im Bild von Blumen sozusagen, bis hin zu der großen Installation am Boden, wo man das ja noch einmal sehen kann, was ja auch stimmt, der Boden lebt genauso. Alles ist Leben, was existiert. Das ist alles kostbares, wunderbares Leben. Und wir sind ja teilweise auch dabei, vieles davon ja auch zu zerstören. Alois Neuhold ist bei uns jetzt zu Gast für den sozusagen Monat April. Und es ist schon faszinierend. Er ist ein faszinierender Mensch, er macht faszinierende Arbeiten. Und es ist eine höchst beeindruckende Ausstellung hier entstanden, bestehend aus Bildern und einer, ich sage mal, Installation mit einer über 100-teiligen Skulptur. Ja, es ist schon was Besonderes, dass es da zu sehen gibt. Alois Neuhold, der bereits im Jahr 2003 in der Kunsthalle ausstellte, lädt nun, 18 Jahre später, ein, die Vielfalt und Inspiration in seinen Kunstwerken zu entdecken. Der Künstler verbindet dabei Malerei und plastisches Arbeiten. Im Mittelpunkt stehen die Blume, das Gesicht und der Boden. Ich gehe keinem Stil nach, ich gehe keinem Trend nach. Ich wollte das, was mich letztlich auch im Innersten auch berührt und was noch Ausdruck ruft. Es ist natürlich auch, das sollte man schon sagen, seine Art zu arbeiten, dieses dreidimensionale, quasi das Erzeugen von dreidimensionalen Bildern. Das ist absolut einzigartig und er hat es über die Jahre eben ungeheuer verdichtet, verfeinert, minimal vielleicht verändert, weiterentwickelt. Und das ist ganz was Besonderes, was es da zu sehen gibt. Die Ausstellung kann bis 30. April 2021 besichtigt werden. Am 11. April wird Künstler Alois Neuhold in der Kunsthalle persönlich anwesend sein und für Gespräche zur Verfügung stehen. Und das vielleicht mehr zu spüren, ich glaube, das spürt man in den Bildern, durch die Kostbarkeit der Bilder, dass man sich davon angesprochen fühlt. Und dafür ist mir wichtig, dass man nicht da Bilder mit nach Hause nimmt, sondern dass man etwas von dieser Aura, von dem, was in diesen Bildern wirkt, mitnimmt für sich und sagt, ja, so schön ist das Leben, aber auch so zerbrechlich ist es. Blütenporzellan. Die Ausstellung Blumenstein und Blütenporzellan von Alois Neuhold. Die Stadtgemeinde Feldbach lädt dazu herzlich ein.